In diesem Jahr spreche ich den Weihnachtsgruß nicht alleine, sondern habe das gesamte Team mitgebracht. Wir möchten Ihnen Danke sagen. Danke für alles, was Sie im vergangenen Jahr geleistet haben, was uns alle gemeinsam gut durch diese Krisen getragen hat. Danke für viele gute Gespräche, für viele Begegnungen und dafür, dass Sie alle für unsere Universität einstehen. Eine Herausforderung in diesem Jahr und sicher auch noch im nächsten Jahr ist das gemeinschaftliche Energiesparen. Ich stelle fest, dass die Solidarität und auch das Verständnis für die von uns eingeleiteten Maßnahmen sehr, sehr groß ist. Vielen Dank dafür an Sie alle. Wir haben in diesem Jahr das Studierendenzentrum eröffnet. Wir sind sehr froh, dass es von Ihnen, liebe Studierende, so gut angenommen wird. Die Universität Osnabrück hat gerade höchst erfolgreich einen neuen Sonderforschungsbereich einwerben können und darüber hinaus den Grundstein gelegt für eine Außenstelle des Leibniz-Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie. Wir sind sehr stolz auf diese Erfolge und glauben, diese im Jahr 2023 fortführen zu können. Wir leben in einer Zeit globaler Krisen und viele internationale Studierende und WissenschaftlerInnen haben unser Mitgefühl und unsere Solidarität verdient. Als Universität versuchen wir uns in verschiedenen Formaten zu beteiligen. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei all jenen, die sich hier ebenfalls engagiert und beteiligt haben.